wir sind hier eigentlich mit Herzblut dabei. Also das ist unsere Schule, die wir eben versuchen, ja, zu präsentieren und zu leben. Wir sind seit alle lernen bei Gott, ja, das Gucken. Ich lehre direkt immer. Die lernen anders, die immer mehr auslappen, nächsten zum Winner her. Die gehört mehr Personen her in die Tüßlein. Faktisk i og for sig er vi bare en skole, en folkeskole i Danmark, hvor alt foregår på tysk. In allen Fächern ist die Unterrichtssprache Deutsch, wobei wir grundsätzlich mit dänischen Fachbüchern arbeiten. Und das ist Sinn und Zweck bei uns, damit wir beide Fachbegriffe kennen, damit die Schüler befähigt werden, am Deutschen, an einer deutschen Schule weiterzugehen und an einer dänischen Schule. Die wachsen op med to sprog. Tysk bliver undervist på modersmål og dansk. Die lærer at tænke dansk og lærer at handle dansk. Fordi vi snakker også dansk og tysk, altså vi blander det ret meget, ret hyggeligt. Ja. At man bare kan snakke, som man vil. Man lærer ret godt dansk, fordi man får også hjælp, hvis man ikke kan det så godt i starten. Und das hört man auch draußen auf dem Schulhof, da wird wild durcheinander gesprochen. Es gibt eben Kinder, die sprechen Deutsch miteinander oder Deutsch mit dem einen und Dänisch mit dem anderen. Das ist ja der Vorteil, wenn man zwei Sprachen nachher kann. Also wir haben im Augenblick 10 Klassen, davon sind die 8. und 9. doppelzügig. Wir haben eine Vorschulklasse, also es geht in Klasse 0 los. 0. Klasse ist eine Vorschulklasse, die aber schon ganz langsam anfängt mit Buchstaben kennenlernen und Deutsch und Dänisch eben auch hat. Die haben Musik, die haben Sport. Unsere Schüler haben ja von Klasse 0 bis Klasse 3 die Möglichkeit, in die SFO zu gehen. Schulfreizeitordnung, das ist eigentlich ein Kinderhort, also wo die Schüler betreut werden nach der Schule und Hausaufgaben dort machen. Dort werden Aktivitäten angeboten, sei es Basteln, Malen, Sport. Dansk Folkeskole går jo til og med 9. klasse, og det er der, de alle er med. Og så må de vælge bagefter. Og så har de også den mulighed faktisk at vælge vores skole og tage en 10. klasse på vores skole. Det er en hyggelig skole, altså på den måde, at vi ikke er så mange, at klasserne ikke er så store, og det synes jeg er rigtig, rigtig rart. Fordi så har man mulighed for at se hver enkelt elev og kunne arbejde med hver enkelt elev. Det er bedre, hvis man har små klasser, man lærer meget mere, end man gør i store klasser. Man får mere fingeren op og får mere at sige og mere hjælp af lærerne. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass die Klassen hier eine Klassenstärke von maximal 18, vielleicht gelegentlich 20 Schülern haben. Man får rigtig gode venner her. For livet og rigtig gode lærere, som hjælper meget, hvis man har problemer. Wenn Probleme da sind, dann erlebe ich halt auch, dass die sofort und unmittelbar angesprochen werden und dass da auch eine sehr große Offenheit besteht, den Kern der Probleme herauszufiltern. Bei uns ist es auch so, dass wir in den Pausen sehr viel Sport machen. Wir schaffen Möglichkeiten, um sich auf dem Schulhof zu bewegen. Und ich habe eigentlich gemerkt, dass hier sehr viel Wert auch auf Sport gelegt wird. Wir lernen Leder Wert. Fußball, Handball, alt möglich. Auch nun gang, wo wir lernen Stürgetraining und all. Wir versuchen eben auch sehr viel Wert noch auf Gerätturnen, Leichtathletik zu legen, sodass nicht immer die Kinder nur spielen und ja, eigentlich sich motorische Grundfertigkeiten gerade in der Grundschule aneignen können. Und wir machen eben hier Rhönradtouren einmal die Woche. Das ist ja eben Bewegungsgefühl mit Musik und Koordination, alles, das, ja, alles in Einklang bringen. Habt ihr denn gar nichts kapiert? Galileo, Kepler, Kopernikus, sie alle hatten recht. Die meisten wissen, dass an der deutschen Privatschule Sonderburg, da wird immer ein großes Theaterstück aufgeführt. Die Schüler haben die Möglichkeit, sich auszuprobieren, einen Gegenpol zu finden zu Mathematik, Englisch. Das ist für mich eben ganz wichtig, dass diese kreativen Fächer hier gelebt werden können. Sie lernen ein soziales Miteinander, lernen ganz viel Selbstbewusstsein, wenn sie auf der Bühne stehen. Ja, Theater ist eine 7. Klasse. Oh, es ist richtig gut. Mega geil. Die integrative Kraft, die Schule ausstrahlt, die ist für mich sehr, sehr wichtig. Jeder wird hier herzlich empfangen und wird auch aufgenommen. Ich denke, beim Dänischen ist es, dass man die dänische Mentalität mitbekommt. Die dänische Mentalität, damit meine ich den Humor, wie wir Dänen uns begegnen, diese Offenheit, die wir anderen gegenüber haben. Wir duzen uns ja. Man lernt, mit den Kulturen gleichermaßen umzugehen. Also
In dem Sinne, die verschmelzen in eine Kultur, also eine Minderheitenkultur. Ich tror tit engang nem at forældrene er lidt bange for det danske, det kommer for kort her, fordi det er en tysk skole. Men så er det overhovedet ikke. De lærer sådan, hvad er det egentlig, der har præget Danmark? Hvad er det, der gør Danmark til Danmark? Og hvad er det, der gør en dansker til en dansker? Altså, ganz prinzipiell ist die Eigenschaft der Schule, zwei Kulturen verbinden zu können, eine ganz eminente und ganz zentrale Funktion der Schule. Das heißt, im Grenzgebiet bestehen Einflüsse aus sowohl dänischer Kultur als auch aus deutscher Kultur und die Schule schafft es sehr, sehr gut, diese beiden Einflüsse den Kindern nahe zu bringen und insofern erfüllt die Schule ganz sicher auch die Funktion, eine Kulturbrücke zu sein zwischen der dänischen und der deutschen Kultur. Wir ermöglichen den Schülern auf einer anderen Ebene zu lernen. Selbstständiges, eigenverantwortliches Lernen, das kriegen die hier mit. Erstmal wir als Kollegium, aber auch als Schule, wir prägen einen Schüler und wir geben ihm so viel mit, dass er sich auf das bevorstehende Leben gut vorbereiten kann und auch was mitnehmen kann. Ich denke, es ist schon ein Vorteil für die Kinder, grenznah zu wohnen und auch zu wissen, ich kann mich später im deutschen Raum bewegen, aber ich kann mich im Prinzip mit den Dänischkenntnissen immer im kompletten skandinavischen Raum auch bewegen. Ja, wir sind auch oft mal kaputt oder so, aber hier weiß man, hier macht man es eigentlich für seine eigene Schule und für die Kinder. Und wenn die Kinder nachher mit leuchtenden Augen nach Hause gehen, dann ist alles richtig gewesen. Wenn man die Schüler sieht, wenn sie in Gange sind und aktiv sind und die Talente, die hier sind und was sie alles können und schaffen, innerhalb kurzer Zeit, das ist unglaublich. Und das ist sowas, was ich schön finde. Wir haben in diesem Jahr einen Schüler gehabt, der unheimlich introvertiert ist. Der spielte in zwei Szenen, es ging um Galileo. Und er war einer von den Wächtern, aber mit so viel Stolz und Inbrunst. Und da habe ich gesagt, yes, das war's wert, diesen Jungen auf die Bühne zu kriegen. Und dass er seinen Text konnte und er war mit und er mit strahlenden Augen. Da drückt man sich dann auch schon Tränchen weg und sagt, ja, das ist genau richtig, was wir machen. Also das war für mich so mit Grund, Lehrer zu werden. Spaß an der Arbeit, eben versucht, Mensch zu sein in der Schule. Ja, die Schüler mitzunehmen.